Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mr. Help. Heute eine weitere Möglichkeit, Schnee zu erzeugen. Allerdings nicht so, wie Fabi von Shockwave German das gemacht hat, sondern ich will euch heute zeigen, wie man schon liegenden Schnee simulieren kann, so wie es hier ist. Auf diesem Bild. Dazu brauchen wir nur einen Effekt und ich mache jetzt einfach kurz rückgängig, um es euch zu zeigen, den Vorher-Nachher-Effekt. So sah es vorher aus. Und so sieht es danach aus, circa. Also auf diesem Bild sieht es jedenfalls so aus. Und dafür brauchen wir, wie gesagt, nur einen Effekt. Und der nennt sich Farbe ersetzen. Wir suchen uns erstmal ein Bild aus dem Internet raus. Irgendeines, das wir wollen. Möglichst Landschaftsbild, sieht ziemlich gut aus. Dann gehen wir auf Bild, Anpassung und Farbe ersetzen. Jetzt haben wir hier dieses Menü. Und haben wir hier oben erstmal drei Buttons. Der erste Button ist... bedeutet Farbe aufnehmen mit dem Pipettenwerkzeug. Das heißt, wenn wir hier drauf gehen, dann klicken wir hier ins Bild und dadurch wird eine Farbe ausgewählt. Der Button links daneben bedeutet, dass wenn wir schon eine Farbe ausgewählt haben, wir noch eine dazu nehmen können. Denn wenn wir hier zweimal irgendwo verschiedene Farben aufnehmen wollen, wird die vorherige durch die letztere ersetzt. Und letztendlich der dritte Button bedeutet einfach, dass man irgendeine Farbe wieder abziehen kann. Die Toleranz sollte hier auf 100 stehen. Die Toleranz ist nämlich ist der Bereich der umliegenden Farben um die Farbe, die man wirklich ausgewählt hat. Wenn man nur eine einzige Farbe auswählen würde, müsste man sehr viele Farben markieren sozusagen. Hier unten können wir hier erstmal die Farbe auswählen, die dann die ersetzte Farbe sein soll. Und da stellen wir erstmal die Helligkeit auf 100, um das mal ein bisschen deutlicher zu machen. Und dann können wir schon direkt loslegen mit dem Farbe ersetzen. Das heißt, wir wählen hier Farben aus. Was ich empfehlen würde, ist erstmal irgendwie ein Grün von der Wiese vielleicht. Zum Beispiel so macht man das erstmal. Dann werden hier automatisch alle Grüntöne, die in der Toleranz von 100 um diese Farbe hier oben liegen, ersetzt und durch Weiß. Und dann wechseln wir den Button, damit wir noch eine weitere Farbe hinzufügen können. Ich weiß nicht, ja, das war schon eins zu viel. Da habe ich eine gute Farbe ausgewählt. Mal gucken. Ja doch, das geht vielleicht sogar auch noch. Dann haben wir jetzt erstmal diese beiden Farben ausgewählt. Und jetzt ist es natürlich viel zu grell. Und dagegen kann man natürlich auch was machen. Wir setzen einfach hier unten die Helligkeit von komplett weiß auf etwas dunkler zurück. So weit wie wir wollen. Ja, ich merke gerade, das ist doch schon ein bisschen viel. Dann nehmen wir nur diese Farbe und setzen das so ein bisschen zurück. Soweit es halt wieder realistisch aussieht. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und mit diesem winterlichen Effekt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.